Der Angriff auf die Ukraine beschäftigt und besorgt uns seit nun mehreren Wochen. Viele Menschen verlieren ihre Heimat und der Konflikt, der bereits 2014 begann, scheint auch die bisherige Weltordnung langfristig zu verändern. Heute wollen wir uns mit den vielen Reaktionen rund um die Welt beschäftigen, genauer gesagt mit dem, was man häufig auf Demonstrationen und Versammlungen sieht. Auf allen Kontinenten dieser Welt gibt es Demonstrationen gegen den Angriff auf die Ukraine. Und in manchen Ländern, so zum Beispiel in Russland, riskieren Menschen ihre Freiheit, um gegen den Krieg laut zu werden. Dort, wo es nicht erwünscht ist, werden Menschen festgenommen und inhaftiert. Auf den Demonstrationen sieht man neben wehenden ukrainischen Flaggen oft drei Symbole: eine weiße Taube, eine Regenbogenfahne und das Peace-Zeichen. Woher diese drei Symbole stammen und wofür sie stehen, das schauen wir uns nun etwas genauer an. Die weiße Taube, oder auch schon Friedenstaube genannt, galt bereits weit vor der Antike, also schon vor mehreren tausend Jahren, als kulturelles Zeichen des Friedens. Als Zeichen der Hoffnung kommt die Taube außerdem im Alten Testament der Bibel und der Tora des Tenach vor und hat somit auch in der christlich-jüdischen Kultur ihren Platz. Zum weltweiten Symbol der Friedensbewegung wurde die weiße Taube auf dem Weltfriedenskongress 1949 in Paris. Niemand Geringeres als Pablo Picasso gestaltete das Logo dieses Kongresses. Seine Tochter wurde zudem am Abend des Kongresses geboren und bekam in Anlehnung an das Symbol den Namen Paloma, was auf Spanisch Taube bedeutet. Das Zeichen der Campaign for Nuclear Disarmament, das ist das Peace-Zeichen, stammt von einer Bewegung aus Großbritannien und richtet sich, wie der Name schon vermuten lässt, gegen die atomare Aufrüstung, die gegen Ende der 1950er Jahre begann. Das Symbol selbst ist in Anlehnung an das Winke-Alphabet entstanden. Man hat die Zeichen für N, das sind die beiden schräg nach unten abgesenkten Schenkel, und das D, quasi die senkrechte Linie in der Mitte, einfach übereinander gelegt. N und D stehen eben für die Campaign of Nuclear Disarmament. Das für viele als Peace-Zeichen bekannte Logo dieser Bewegung wurde in den letzten Jahrzehnten zu dem Symbol gegen Waffen, also für den Frieden. Die Pace-Flagge ist das jüngste unserer drei Friedenssymbole. Sie entstand Anfang der 1960er Jahre in Italien. Pace heißt auf Italienisch nämlich Frieden. Sie zeigt den umgekehrten Farbverlauf des Regenbogens. Die verschiedenen Farben stehen hierbei für eine bunte und vielfältige Welt und somit kurz für Toleranz. Der Pace-Schriftzug selbst wurde erst später hinzugefügt. Das Ganze gibt es natürlich auch in anderen Sprachen. Im Englischen steht oft Peace auf den Flaggen, im Deutschen eben Frieden. Das Original jedoch stammt aus Italien.